Heute zeige ich dir den Spagat im Stand. Gehörst du zu denjenigen, die ständig irgendwie die Balance verlieren oder er einfach nicht so aussieht, wie du ihn gerne hättest? Dafür gibt es einen einzigen Trick und den zeige ich dir jetzt hier in diesem Video. Herzlich willkommen auf dem Boden! Ja, ich zeige euch noch schnell zwei kleine Vorübungen, damit ihr den Tipp, den ich euch dann im Stand gebe, besser umsetzen könnt. Falls ihr sowieso noch weiter in eurem Spagat weiter üben sollt, habe ich hier eine ultimative Stretch-Routine, die geht ganze fast 20 Minuten lang mit weiteren Tipps von mir während des Stretchens. Die erste Übung ist auf der Rückenlage Spagat-Stretch, das heißt, sie zieht ein Bein an den Oberkörper ran und jetzt das gestreckte Bein aus der Hüfte rausziehen, als würdet ihr es ganz lang machen. Es ist okay, wenn ihr aus eurem Hüftplacement rauskommt. Es geht darum, dass das lang gemacht wird und hier eine Spannung entsteht, die euch im Stand definitiv helfen wird, die Balance zu finden. Jetzt zeige ich euch noch eine Advanced Stretch Übung auf dem Rücken. Also ihr stellt eure beiden Beine auf, ein Knie geht nach innen, das andere bleibt aufgestellt und ihr legt euch auf den Rücken. Das ist quasi wie der Diamant aus dem Yoga. Jetzt habt ihr das Bein, was aufgestellt ist, zieht ihr wieder an die Brust ran. Der Oberschenkel darf allerdings nicht vom Boden aufkommen. Diese Dehnung ist eine erweiterte Dehnung für den vorderen Oberschenkel, während das andere Bein irgendwo hochgeklappt ist. Was euch definitiv besser aussehen lässt oder eine bessere Grätsche, einen besseren Spagat, egal in welche Richtung, einfach im Stand besser aussehen lässt. Die Übungen auf dem Boden probieren wir jetzt im Stand. Wir suchen uns irgendwas, wo wir uns festhalten können. Ich nehme mein schönes Bücherregal. Wir stellen uns auf ein Bein und das andere Knie wird an den Oberkörper rangedrückt. Ihr könnt es nach vorne oder zur Seite machen, das ist jetzt für den Fall wirklich relativ egal. Standbein, Knie ist durchgestreckt, Kniescheibe ist hochgezogen und ihr macht jetzt die Übung, die wir vorher auf dem Rücken gemacht haben, im Stand, indem ihr das Bein nach unten rausschiebt, beziehungsweise alles, was hier ist, nach oben, nach oben, nach oben. Bauchnabel nach innen. Und dann habt ihr einen sehr, sehr guten Stand. Jetzt müssen wir noch das Bein nach oben hinbekommen. Wir beginnen wieder mit Festhalten. Safety first. Ich beuge jetzt mein Standbein. Nehme jetzt den Fokus auf mein Spielbein und bringe meinen Fuß oder mein Bein neben mich gestreckt. Jetzt kann ich hier strecken und wieder rausziehen, rausziehen, rausziehen. Das mache ich jetzt ein paar Mal, bis das Standbein richtig durchgestreckt ist. Bauchnabel nach innen, rausziehen, rausziehen, rausziehen. Wenn ich das gut kann, mal sehen, ob es jetzt funktioniert, halte ich mein Bein auch mit der anderen Hand fest und schiebe mich raus. Das Gute an der Sache ist, dieser Trick hilft nicht nur bei einem wunderschönen Spagat im Stand, sondern bei vielen anderen Elementen im Bereich Tanz und Gymnastik. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich freue mich riesig, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bleib auf jeden Fall dran und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!